Wow, hey, wohin willst du denn? Schau dir das mal an. Hey, Fahrer, wir sind schon überladen. Schmeiß den Rückwärtsgang an und roll raus. Tatsächlich wurden Fahrstühle genau dafür entwickelt, dass Leute wie ich hochkommen können. Eigentlich müssen wir auch die Treppen hoch. Easy Rider. Leute, ich bin in Eile, genau wie ihr. Aber das ist der einzige Weg für mich. Glaub mir, wenn ich einfach die Treppen gehen könnte, ich würde. Wir haben ein wichtiges Jobinterview. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Komm schon, verzieh dich einfach. Alles klar? Alles klar. Okay, Jungs, ich helfe diesem Gentleman. Hey, was glaubst du, machst du? Alter, krasse Aktion. Keine Sorge, wenn ich den Job bekomme, lege ich ein gutes Wort für euch ein. Oh. Da sieh mal einer an, was gerade passiert ist. Jetzt weiß der Typ mit Sicherheit, dass Krüppel wie er hier nicht hingehören. Und wie war's? Was haben Sie gefragt? Sie hat nach allen von euch gefragt. Oh. Was meinen Sie damit wegen uns allen? Sie hat gefragt, was euer erster Ausdruck war, wie ihr euch verhaltet und so weiter. Sie sagte, professionelle Skills sind wichtig für Sie, aber persönliche Qualitäten zählen wohl auch. Und? Was hast du gesagt? Dass ihr alle gute Jungs seid natürlich. Alles klar. Hier ist der Deal. Wir sagen nur gute Dinge über uns. Ja? Eine Hand wäscht die andere. Ich würde sagen, Bro-Code zählt, oder? Seid ihr dabei? Okay. Klingt gut. Okay. Aber wenn Sie ihn fragen, wird er nichts Gutes über uns erzählen. Ich lass mir was einfallen. Hören Sie, ich würde mich gerne entschuldigen für mein Verhalten von eben. Passiert. Ich habe mich nicht wirklich wie ein Mann verhalten. Wir sind wohl mit dem falschen Fuß halt aufgestanden, hä? Entschuldigung nochmal. Ich denke, wir haben noch eine lange Wartezeit. Was sagst du dazu, wenn wir einen Kaffee trinken gehen? Hört sich gut an. Ich fahre, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ja? Hey, die Küche ist dort, oder? Nein, wir sind genau auf dem richtigen Weg. Es ist nur zu Ihrem Besten. Weißt du, die Geschäftswelt ist grausam und rücksichtslos. Besonders für Menschen wie dich. Hey, was machst du, Mann? Warum? Du siehst doch jetzt selbst, dass du hilflos bist. Genau wie jetzt. Du bist total abhängig. Und zwar von mir. Hey, nur weil ich im Rollstuhl sitze, heißt das nicht, dass ich hier nicht arbeiten kann. Ich bin nicht anders als du. Hey, lass mich hier raus. Hier ist einfach kein Platz für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Mach die Tür auf. Lass mich raus. Du musst in der Lage sein, mit Haien zu kämpfen, so wie mir, oder? Du wirst lebendig gefressen, du kleiner Fisch. Also, Mr. King, Sie haben einen sehr guten Lebenslauf. Und Ihre Fähigkeiten sind sehr beeindruckend. Ich sag mal, die anderen Kandidaten haben sehr gut über Sie geredet. Wissen Sie was? Wir würden uns freuen, jemanden wie Sie in unseren Reihen zu haben. Oh, es ist mir eine Ehre, hier zu arbeiten. Ich kann nur davon träumen. In Ordnung, Mr. King.
Ich denke, das Einzige, was noch fehlt, ist, unseren CEO kennenzulernen, richtig? Oh, ja, natürlich. Würden Sie mitkommen? Margaret, sind Sie sicher, dass wir in die richtige Richtung gehen? Ist etwas nicht in Ordnung? Es ist nur... Das sieht nicht aus wie das Büro vom CEO. Offensichtlich nicht. Mr. Miller, der CEO, rief mich an, um mir zu sagen, wo er ist. Mr. Miller, es ist schön, Sie wiederzusehen. Oh, Mr. Miller, Sie sind's. Ich wusste ja nicht, dass... Es tut mir so leid. Sagen Sie es bitte. Wie kann ich das irgendwie wieder... Warum bist du so freundlich? Hast du Angst, dass ich als kleiner Fisch dich beißen könnte? Den großen bösen... Mr. Miller, ich kann das erklären. Die Geschäftswelt ist grausam und rücksichtslos. Insbesondere mit Leuten wie dir, die abhängig sind von anderen. In diesem Fall, dein Job und der von deinen Kumpels ist abhängig von mir. Nun, ich lasse mich leiten von den Prinzipien unseres Unternehmens. Prinzipien, die beinhalten Respekt für andere. Mr. Miller? Du bist nicht mehr so hart wie vorher, stimmt's? Keine Sorge, wir werden dich nicht anstellen, aber zu deinem Wohl. Sieh mal, ich habe Leute wie dich vorher getroffen. Und ich nehme es dir nicht übel. Du machst es nicht aus Wut. Dir fehlt es nur an Akzeptanz. Und das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, dir eine Lektion zu erteilen. Eine Lektion, von der ich hoffe, dass sie deine Sicht auf deine Mitmenschen ändern wird. Viel Glück, Mr. King.